Hallo, ich bin Gunnar Heimann aus Berlin, Light Painter seit vielen, vielen Jahren und werde euch in diesem Video erklären, was ist Light Painting. Wir werden über einige Techniken sprechen. Wir werden zusammen ein Light Painting machen und ich erkläre euch natürlich, was braucht ihr dafür, welche Einstellungen und natürlich noch ein paar Tipps und Tricks, die es etwas spezieller machen. Es gibt viele verschiedene Techniken im Light Painting. Ob es die Kamera ist oder ob es die Light Tools sind, viele Dinge können dort kombiniert werden und der Kreativität sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Manche Leute kaufen Plexiglas und stecken einmal eine Taschenlampe rein und andere bauen komplizierteste Apparaturen, um Kamerarotationen zu machen oder Drohnen-Lightpainting. Beim Lightpainting belichten wir häufig mehrere Sekunden, manchmal Minuten, Stunden eher selten, habe ich aber auch schon gesehen. Dafür suchen wir natürlich dunklere Orte. Was wollen wir dann fotografieren? Hier in diesem Fall haben wir uns einen Hangar ausgesucht, weil wir den aufregend finden. Ihr könnt euch natürlich euren Ort aussuchen. Ihr könnt es zu Hause auf dem Küchentisch machen oder eben raus in die Natur. Ich fotografiere mit einer Canon und ich habe eine R5. Aber die Kamera ist hier gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass ihr Langzeitbelichtung machen könnt. Wichtig ist, dass die Kamera einen Bulb-Modus hat und dass ihr vielleicht mehr als 30 Sekunden belichten könnt, oder weil ihr das wollt. Wichtig sind auch die Linsen. Je nachdem, an welchem Ort ihr seid, wollt ihr vielleicht ein Weitwinkelobjektiv. Wenn ihr Porträts macht, dann ist vielleicht eine Telelinse sehr attraktiv. Die nächste wichtige Sache, vielleicht sogar die wichtigste Sache beim Light Painting, sind die Lichtquellen. Hier geht aber auch wieder alles. Meine ersten Light Paintings habe ich mit Wunderkerzen und dem Handy gemacht. Und dann habe ich angefangen, im Haushalt rumzuschauen, was man benutzen kann. Eine Tüte oder ja, später ein Plastikrohr. Und nach kamen immer mehr Tools dazu. Und alles, was man im Spielzeugladen oder im Baumarkt findet, kann als Lichtquelle benutzt werden. Und dann noch eine wichtige Sache, damit eure Fotos auch gelingen und ihr nicht im Bild wirklich da mit auftaucht, empfehle ich, dass ihr entweder schwarze Kleidung habt oder eben Kleidung, die eurem Hintergrund entspricht. So, was brauchen wir zum Light Painting? Als erstes mal eine Kamera natürlich, ein hoffentlich stabiles Stativ und eine Fernbedienung. Ich mag sehr gerne Fernbedienungen mit einem Kabel dran, ohne Batterien. Die sind immer für dich da und sind immer bereit und funktionieren. Aber sehr bequem ist natürlich auch eine Fernbedienung ohne Kabel. Dann kann man von sehr weit weg auch die Kamera auslösen. Und dann besorgt ihr euch natürlich auch noch ein paar Taschenlampen und bunte Taschenlampen im Baumarkt, im Internet. Gibt es tausende verschiedene Taschenlampen. Schaut mal, was euch da passt. Und als nächstes schauen wir mal, was wir einstellen. Ich habe hier eine Canon-Kamera. Das ist das, was ich euch zeigen kann. Ich stelle eine sehr tiefe ISO ein, also ISO 100 oder wenn ihr 50 habt, könnt ihr auch 50 nehmen. Ich bin im Bulb-Mode. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch ein Light Painting machen, wo ihr ziemlich am Laufen seid. 30 Sekunden maximal haben manche Kameras. Funktioniert auch. Hier habe ich jetzt eine manuelle Linse und dann fange ich meistens so mit F8 an und gehe entweder nach unten oder nach oben, je nachdem, wie das Bild aussieht. Wenn ich also ein bisschen zu ausgebrannt bin, dann gehe ich halt ein bisschen hoch im F-Stop und gehe auch durchaus mal F16, F22, kann auch schon mal passieren. Sehr wichtig ist für eure Bilder ist natürlich, dass euer Model im Bild scharf ist, wenn ihr da nicht nur eine Silhouette sehen wollt. Das kann man wie folgt machen. Die meisten Kameras haben heutzutage eine Live-View und das Schöne ist, man kann in der Live-View auch reinzoomen. Das machen wir mal hier und dann seht ihr schon, mein Model ist sehr unscharf. Aber wir sehen unser Model schon. Wenn ihr euer Model nicht seht mitten in der Nacht, dann nehmt ihr natürlich eine Lampe und dann leuchtet ihr euer Model an. Und dann könnt ihr im manuellen Modus euer Model scharf stellen. Und dann markiert ihr euch die Stelle am Boden. Sehr wichtig, damit ihr nicht vor jedem Bild neu scharf stellen müsst. Dann lasst ihr die Kamera so stehen, Model bleibt stehen und dann könnt ihr mit eurem Light Painting beginnen. So, dann lass uns mal das erste Bild machen. Dazu werde ich mein Handy als Licht benutzen und eine einfache Taschenlampe und eine kleine Pappe zum Abdecken des Displays. Also
Taschenlampe meines Handys anschalten. Die Pappe nutze ich damit, dass das Display nicht zu sehen ist im Bild. Und dann werde ich es immer abdecken. So, stillhalten. Das sollte reichen. Und jetzt werde ich noch den Hangar ausleuchten. Dabei immer schön in Bewegung bleiben, damit ihr auch nicht im Bild zu sehen seid. Damit es einen coolen Schatten gibt, werde ich direkt in Linie hinter der Kamera ihn von hinten anleuchten und nicht zu viel die Taschenlampe bewegen, damit die Schatten schön scharf werden. Und dann haben wir schon unser erstes Foto. Jetzt nehmen wir was ganz Einfaches. Jeder in seinem Haushalt findet eine Plastiktüte. Ich nehme eine Pappe noch mit rein, damit das ein bisschen aufgeplustert wird. Und dann halte ich einfach meine Taschenlampe rein. Und dann machen wir mal einen kleinen Kreis in die Luft und gucken, wie das aussieht hier im Hangar. Jetzt habe ich meinen Kreis und jetzt noch ein bisschen Licht für den Hangar und fertig. So eine schöne Faserpeitsche. Die hat verschiedenste lustige Farben und je nachdem, wie man da drauf drückt, ändert die auch die Farbe. Gibt es verschiedene Modi, kann man die Farben einstellen und damit auch Light Painten. Das probieren wir jetzt mal. Ich werde da eine kleine Form kreieren da hinten und natürlich wieder den Hangar ausleuchten. Licht in der Mitte, Farbe. Jetzt wieder den Hangar einleuchten und fertig. So, ein einfaches Light Painting hatten wir ja jetzt schon. Jetzt wollen wir es ein bisschen komplizierter machen, vielleicht ein bisschen Farbe reinbringen, ein paar Formen reinbringen. Und ich habe Folgendes vorbereitet. Als erstes natürlich wieder das Model ausleuchten mit meinem Handy und der kleinen Platte. Danach werde ich hinter dem Model eine Form einbringen. Dafür habe ich mir von Light Painting Paradise so eine kleine Plexiglasscheibe geholt und eine orange Taschenlampe rangetaped. Und dann gibt es natürlich auch noch Taschenlampen in Rot. Das werden wir da hinten irgendwo in der Ecke machen und den Hangar damit noch ausleuchten und natürlich die normale Taschenlampe. So, und jetzt machen wir da hinten noch ein bisschen Licht hin. So, dann haben wir das auch. Und fertig.